Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir heute über Griechenland diskutieren, über die Situation in Griechenland und den Überblick über das Programm, dann stehen zunächst die Menschen im Mittelpunkt. Was die Menschen, die leiden in Griechenland, die viel zu erleiden hatten. Und was ist dort für eine Erwartungshaltung? Was haben die Menschen in Griechenland, aber auch in anderen Staaten in Europa für eine Erwartungshaltung, wenn wir über diese Reformagenda sprechen? Da ist zum einen die Erwartungshaltung da, dass die Menschen sich wünschen, dass sie in einem Staat leben dürfen, der funktionsfähig ist, der mit dem Steuergeld, das er einnimmt, auch effizient umgeht, dass er staatlich gut funktioniert. Die Notwendigkeit, den Staatsapparat zu reformieren, ist nicht nur ein griechisches Thema, ist in ganz Europa ein Thema. Vor allem das Justizwesen muss in Europa besser funktionieren. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Wunsch der Bürger, dass sie soziale Sicherheit haben, dass die soziale Sicherheit, Schlagwort Rente, dass die auch nachhaltig, langfristig gewährleistet ist, dauerhaft gewährleistet ist. Und da ist es sogar so, dass Premierminister Tsipras sich in Griechenland jetzt offen hinstellt und sagt, es gibt keine Alternative zu Rentenreformen. Wir müssen Renten strukturell reformieren, damit sie nachhaltig in Zeiten der demografischen Entwicklung, damit sie nachhaltig stabil bleiben. Es gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren, in ganz Europa den Wunsch, dass wir nicht weitermachen dürfen mit Schulden machen. All die Länder, die viele hohe Schuldenlasten haben, sind leider die Länder, die auch schlechte Zukunftsperspektiven haben. Das heißt, stabile Haushalte, dass nicht der Staat über seine Verhältnisse lebt, ist ein Wunsch, den es, glaube ich, in ganz Europa gibt. Und zu guter Letzt gibt es den Wunsch auf Wachstum, die Grundlage, so wie der Kommissar Moscovici das deutlich gemacht hat, die Frage nach Wachstum in der Europäischen Union. Wir haben den Juncker-Plan jetzt zum Laufen gebracht, mit 80 Milliarden Euro bereits ausbezahlt. Und ich freue mich, dass wir das erste griechische Projekt jetzt im Juncker-Plan finanziert haben, dass auch dort dieses Investitionsgeld ankommt. Das sind die Wünsche, die am Tisch liegen und die viel mit Reformen zu tun haben, mit Veränderungen zu tun haben. Und ich möchte ausdrücklich auch unterstreichen, dass ich anerkenne, dass die griechische Regierung zu diesen Reformen auch jetzt bereit ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was ich jetzt beschrieben habe an Wünschen, ist genau die Wunschliste, die die EVP auch hat. Das ist unsere Reformagenda für Europa. Und die 5 Staaten, die in den letzten Jahren Hilfe von Europa, vom ESM bekommen haben, wurden mit EVP-Regierungen regiert in den letzten Jahren und haben genau diese Veränderungen vorgenommen und sie hatten Erfolg. Irland beispielsweise hatte im Jahr 2015 eine höhere Wachstumsrate als China. Man muss sich das mal vergegenwärtigen. Irland war besser im Wachstum als China. Danke auch an Enda Kenny dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, stellt sich die Frage, warum von den 5 Staaten, die Hilfe bekommen haben, mittlerweile 4 raus sind aus dem Programm und nur noch ein Land, nämlich Griechenland, übrig geblieben ist. Warum? Und ich muss da jetzt leider Gottes politischer werden. Im Jahr 2014, zu Samaras Zeiten, hatten wir ein Plus im Wachstum von 0,7% in Griechenland. 0,7% Wachstum 2014. Und letztes Jahr, 2015, zum Amtsantritt von der Regierung Tsipras, hatte Griechenland ein Minus von 0,2%. Das heißt, im Jahr vorher Wachstum und letztes Jahr ein Einbruch nochmal bei der Wirtschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Politik Tsipras hat Griechenland geschadet. Das letzte Samaras-Programm, das aufgelegt wurde, heute vor einem Jahr, als wir kurz vorm Abschluss des Programms waren, hätte bedeutet, dass Griechenland noch mal 1 Milliarde Euro sparen muss. Heute vor einem Jahr. Und das hätte bedeutet, dass Griechenland rauskommt aus dem Programm. 1 Milliarde sparen. Jetzt diskutieren wir die Frage, dass wir 5,4 Milliarden Euro sparen müssen. Das ist das jetzige Programm. Und deswegen muss man klipp und klar sagen, dass das letzte Jahr ein verlorenes Jahr für Griechenland war und die Tsipras-Regierung sogar der griechischen Wirtschaft massiv geschadet hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Tsipras hat ja vor kurzem selbst eingeräumt, dass er ein Stück weit naiv an die Aufgabe als Ministerpräsident herangegangen ist. Ich kann nur sagen, naives Verhalten kann sich Europa und auch Griechenland nicht erlauben. Und ich möchte ausdrücklich auch dazu sagen, dass Tsipras ja jetzt von vielen von seinen Wahlversprechungen abrücken musste und nicht liefern konnte von dem, was er den Menschen eigentlich versprochen hat. Und jetzt unabhängig von Griechenland darf man europaweit sagen an die Wähler, bitte glauben Sie nicht den Populisten, die Ihnen vormachen, dass man vom Reformprogramm abweichen kann. Man wird es am Schluss leider Gottes teuer bezahlen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist jetzt zu tun? Der Kompromiss liegt am Tisch. Ich glaube, alle, wenn aufeinander zugehen, können noch mal viel erreichen. Und für Griechenland, meine sehr verehrten Damen und Herren, möchte ich auf das verweisen, was der Oppositionsführer Mitsotakis in seiner Rede gesagt hat. Mit einer ehrlichen, starken Führung hat er Alternativen für die falsche Politik von Tsipras in Griechenland beschrieben. Einen klaren Kurs für Reformen, für einen stabilen Haushalt, für ein modernes Griechenland.
Und meine sehr verehrten Damen und Herren, die Menschen in Griechenland können sich weiter darauf verlassen, dass Europa und auch meine Fraktion, die Europäische Volkspartei, an ihrer Seite steht, wenn es um Solidarität geht. Herzlichen Dank.